Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei Dead Space 2. Ich bin so tot. Die letzte Folge war so schrecklich, ey. Das kam wieder alles auf einen Schlag. Oh Gott. Oh Gott, ich habe jetzt so Angst vor diesem scheiß Hunter, ne? Das ist nicht mehr normal. Ein Shop und eine Werkbank. Ja! Ich bin tot. Ich bin so tot. Habe ich denn... Warte mal. Kann ich denn... Oh, tatsächlich. Ich kann... das Kleine, das verkaufe ich nicht. Das benutze ich lieber. Ach ja, genau. Das andere kann ich noch verkaufen. Ich versuche ruhig zu bleiben. Es klappt leider nur bedingt. Oh, 25k? Alter, cool. Oh, wir haben kaum noch Dinge. Sehr klein. Kein Wunder, so wie ich rumgeballert habe. Wie so eine Irre. Genau, einmal hätte ich ganz gerne ein bisschen davon gekauft noch. So, und von dem Rest. Beziehungsweise. So. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Dankeschön. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Vor mir haben das hunderte Leute, tausende Leute geschafft. Ich schaffe das. So, jetzt können wir die ja eigentlich mal hier verbraten. Was haben wir denn bei dem? Ah, da haben wir auch noch viel als Schaden. Da können wir eigentlich eine Richtung gehen. Und können da eigentlich komplett alles skillen hier. Guck mal, schön. So, die Minen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie genutzt. Die lasse ich mal außen vor. Aber das ist jetzt fertig. Dann haben wir das hier. Oh, dann brauchen wir eigentlich nur noch eine. Und dann haben wir den Plasma-Cutter auch durch. Bis auf das Spezial. Was ist eigentlich das Spezial? Setzt das Ziel nach einem Treffer in Brand. Fuck, warum habe ich das nicht früher gelesen? Naja, gut. Also, wir brauchen noch zwei Stück. Und dann haben wir eigentlich die Waffen so weitgehend fertig aufgerüstet. Vorausgesetzt, wir kriegen noch mal welche. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Bevor oder nachdem ich den Hunter gekillt habe? Am Ende ist der Hunter der Endboss, Alter. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Oh, Kapitel 15. Oh, Alter. Jungs. Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht. Da spuckt mich wieder was. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Ich habe da jetzt nur so ein Schämen gesehen. Oh, ist das schön. Lauf mal schneller, Junge. Was los mit dir? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder. Nein. Nein. Wo muss ich hin? Da durch? Leck mich am Arsch. Dahin? Ja. Komm. Schneller. Schneller. Lauf. Lauf, Isaac. Lauf. Hör auf zu schreien. Mistvieh. Stopp. Da ist noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Geh. Weg. Weg. Au.
vermischten Element. Nimm mit. Au! Du warst das, der noch lebte. Was war das? Und du schon wieder. Halt die Schnut. Kackvieh. Bin ich richtig? Ich vergesse gerade die ganze Steuerung hier. Oh. Geh einfach weiter. Ein Textlog, ja schön. Darf ich hier? Oh. Hier. Willst du mich verarschen? So viel? An denjenigen, der diese Nachricht findet. Es gibt Leute, sogar unter meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf diese Station brachte, als Monster bezeichnen. Sie sagten, der Marker sei manipulativ, dass er meine Entscheidungen beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass ich es für diese Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Titanstation war eine tote Hülle, bevor ich ihr mit Forschungsgeldern der Regierung wieder Leben eingehaucht habe. Diese Forschungen über unvorstellbare Energiequellen, über Fertigungstechniken und Effizienzen, die über unseren Horizont hinausgehen, sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Und wir haben zu lange auf destruktive Planetenausschlachtungen verlassen. Und jetzt können wir nicht mehr für uns selber sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Hans Teitmann. Nimm mal deine Schulter bitte aus dem Blickfeld. Danke. Zuständiger Leiter Earth Government Colonial Alliance. Danke, dass wir wenigstens in Ruhe lesen durften. Ich glaube, wir sind fast am Finale angekommen, Leute. Hallo? Hallo? Jetzt. Ich glaube, wir haben das Finale fast erreicht jetzt hier. Sheet. Alter Schwede, dieser Hunter ist ja noch nerviger als im ersten Teil. Boah. Boah. Oh na. Ja, habe ich schon erwähnt, dass du nervig bist, mein Freund? Du bist tierisch nervig. Halt dein Maul. Gibt's da hinten noch was? Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht gucken, du. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich jetzt machen? Hier ist zu. Ah! Ha, ha, ha. Ha, ha. Mach zu. Mach zu. Jetzt. Danke. Tschüss. Oh. I. Was für ein hässliches Licht. I. Oh. Des Markers war jedes Leben wert, das wir verloren haben. Wer bist du denn, Alter? Ah. Au. Komm schon. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Aua. Jetzt im Teufel. Ist das Tideman? Das ist Tideman, oder? Ja, da unten steht das auf dem Namensschild. Au. Achso, ich muss zielen. Das hat ja wundervoll geklappt. Aha. Oh Mann, der tut mir voll leid. Isaac. Jetzt ist es an der Zeit zu sterben. Was? Nö. Nein, 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 ich will nicht sterben.
Oh, i. Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Scheißmarker. Was? Ich habe gerade Nicole angeschossen. Aha, huch! Ah, oh nein, ihr kacke Kinder! Oh. Oh, das klingt ja widerlich. Ah. Oh. I. Kackviecher, weg da. Oh, Alter, was? Bäh. Denn hier ab, Alter! Ist das normal, dass ich kein Leben mehr habe? Oder war ich einfach so doof die ganze Zeit? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Isaac, nicht aufgeben, wir müssen hier weg. Komm schon, wir müssen hier weg. Steh auf. Was, Dead Space? Haben wir es durch? Nee. Das war's? Was war das für ein komischer Endboss? Das ist aber ein komischer Schluss. Das war das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich stecke voller dummer Ideen. Ich hätte auch noch eine. Ich kopf euch doch und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Warte, nein, Ellie ist zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpumpen. Oh. Scheint, als gäbe es noch einen zweiten Teil vom Endboss. Oh, 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 ich glaube, ich muss gleich wieder fliegen. Ach, ist sie das hier? Ah, geh da nicht so nah ran, Junge. Uäh. Oh. Du schaffst es! Ja! Die Luke! Und da geht alles in den Bach runter. Oh, 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 oh. Alles gut. Guck jetzt bitte nicht zur Seite, Junge. Nicht, dass da wieder Nicole sitzt. Was? Das war gut.
Das war gut. Alter. Boah. Was für ein Spiel. Ich bin tot. Ohne Scheiß. Alter, was war das denn bitte für ein Abgang mit dem Hunter? Den mussten wir ja gar nicht bekämpfen. Den haben wir ja, von dem mussten wir ja einfach nur abhauen gewissermaßen. Alter, was war das denn bitte für ein Kapitel mit dem Hunter? Wie mies das gewesen ist. Erst mussten wir ihn betäuben und das Ding hacken dabei. Dann mussten wir die ganze Zeit weg, dann kamen überall die Viecher. Boah, Alter, was für ein geiles Spiel. Was für ein geiles Spiel. Definitiv besser als der zweite. Und als der erste, sorry, nicht als der zweite. Besser als der erste. Und ja, damit habe ich einen Dead Space abgeschlossen. Ich bin gut. Yay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir genießen jetzt hier noch den Abspann. Vielleicht kommt danach ja auch noch etwas. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Und in der Hinsicht eine kurze Bewertung. Alleine schon Isaac spricht, Isaac flucht, Isaac hat Emotionen. Und wir haben wohl in Dead Space die erste Frau gefunden, die uns nicht umbringen wollte. Oder opfern wollte oder uns verarscht hat und ähnliches. Die Steuerung ist deutlich besser gewesen. Die Story war richtig geil. Ja, also da waren Sachen bei, wo ich mir dachte, oh, puh. Also richtig, richtig, richtig cool. Ich kann das gar nicht anders da sagen. Aber super, ein sehr geiles Spiel. Sehr, sehr geiles Spiel. Ich glaube, das wird so das Dead Space sein, dass ich jetzt bisher vielleicht auch mal öfter zocken werde, weil halt auch einfach die Steuerung einfacher ist. Und nicht so schwammelig wie im ersten Teil, wo das Spielen eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Aber so hier, das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Und ja. Ich habe einfach nicht viele Worte für, außer eine ist und bleibt eine der geilsten Horrorspielreihen, die ich jemals gespielt habe. Es ist halt einfach so. Die Atmosphäre, die Story-Atmosphäre, die ganze Umgebung, das Design, das ist einfach so episch. Das ist, ja, einfach keine Worte für. Einfach keine Worte für. Ja, genießt noch den Rest. Ich weiß nicht, wie lange der Abspann hier läuft. Ich hoffe, dass er nicht ganz so arschlange ist. Ich meine, ich kenne Spiele und Filme, da war alleine irgendwie der Abspann 15 Minuten oder so. Ich hoffe nicht, dass das hier auch der Fall sein würde. Ich habe nur noch 2 Minuten. Aber ich denke, selbst wenn es noch 5 Minuten sein würde oder so, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir halt ein bisschen Überlänge. Wäre auch nicht das erste Mal. So, das ist jetzt allerdings die 6. Folge. Jetzt muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt für die 7. Folge? Jetzt, wo ich das durch habe. Oh, schön. Ich freue mich. Ich bin stolz. Und ich freue mich echt schon drauf, hinterher die Folgen anzugucken, wenn ich sie bearbeite. Wenn dann der Moment, wo dann der Hunter kommt und ich dann checke, dass es der Hunter ist. Uiuiui. Schön. War das, aber warte mal, war das nicht das gleiche Viech, das da unten diesen Gang entlang gelaufen war, wo die, wo wir das abgeschaltet haben, wo wir diesen Strom abgeschaltet haben und dann diese ganze Horde voller Nekros da diese Menschen abgeschlachtet hat, wo die diesen Gang entlang gerannt sind? War das nicht dieses Viech? Wo ich noch gesagt habe, boah, was bist du denn? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. War das nicht dieses Vieh? Krass. Schön. Alter. Alter. Schwede. Aber so horrormäßig und dingensmäßig fand ich den jetzt tatsächlich nicht ganz so schlimm wie den ersten Teil. Ich glaube, der erste Teil war da mehr auf den Horroraspekt gelegt. Ich glaube, hier ist er auch viel mit Action mit dabei gewesen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben gar keine Twitcher gefunden. Es gab gar keine Twitcher. Das waren alles nur die Slasher, auch wo ich am Anfang dachte, das wäre einer. Das waren alles Slasher gewesen. Und der Hunter kam
am Schluss erst. Also man hat im Grunde eigentlich das komplette Spiel über, in Anführungsstrichen, seine Ruhe gehabt. Und hatte das richtig böse Vieh eigentlich am Ende gehabt. Kurzzeitig. Man hat ja eigentlich nur einmal... Man muss ihn ja eigentlich nur immer klein hacken, verlangsamen und einfach immer weiterlaufen. Was anderes war das im Grunde ja eigentlich gar nicht. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo du den Hunter in diese Gefrierkammer locken musst, wo du den Hunter dann mit diesem Schifffeuer kaputt machen musst, da bist du tatsächlich einfach nur weggelaufen. Ich hatte da jetzt um Gottes Willen irgendeinen Mega-Bossfight gegen das Viech erwartet. Und eigentlich auch der Bossfight, der Endbossfight gegen Nicole und diese kleine Kackenviecher da, diese Kackkinder, wo du dann im Hintergrund auf das Ding schießen musstest, hielt sich eigentlich auch in Grenzen. Also da fand ich das Hive Mind vom ersten Teil tatsächlich etwas knackiger. Da musstest du wenigstens noch nach rechts und links ausweichen. Und hattest, glaube ich, nebenbei auch noch Viecher, wo du killen musstest. Aber im Grunde fand ich den jetzt auch nicht ganz so schwer. Gut, ich spiele auf leicht oder ich habe auf leicht gespielt, aber trotzdem. Und ja, den Hunter fand ich da jetzt eigentlich auch nicht ganz so schlimm. Man musste halt davor weglaufen. Ich meine, klar, in dem Moment Panik über alles. Er ist gerade hinter dir her, er taucht gerade auf, hast du nicht mit gerechnet, bla bla. Und aber so letzten Endes, wenn man drüber nachdenkt, bei dem Hunter hat man jetzt eigentlich nicht ganz so viel zu tun gehabt, ne? Also ich hätte jetzt da vielleicht gedacht, man müsste den auch irgendwo reinlocken, müsste den jetzt dann vielleicht erst töten, also richtig töten, bevor dass man zum Endboss kommt, etc. pp. Ja, fand ich ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen schwach, ich bin froh, dass ich nichts machen musste in der Hinsicht. So taktisch, weißt du? Aber so im Vergleich zum ersten war das ein bisschen schwach tatsächlich mit dem Hunter. Aber nichtsdestotrotz fand ich das doch sehr creepy, als der dann aufgetaucht ist. Ich hatte schon Hoffnung, so, ha, wir haben es bald durch, vielleicht kommt ja doch kein Hunter. Vielleicht hat der gute Nemasuk mich ja ein bisschen veräppelt, weil er mich halt nicht spoilern wollte. So, aller, ja, in dem Teil gibt es keinen Hunter, ne, und aber das war sehr überraschend tatsächlich, sehr gruselig und... Aber ich glaube, den werde ich tatsächlich noch ein, zwei Mal spielen. Und ja, super einfach. Also ich bin echt begeistert. Ich liebe den zweiten Teil. Ich liebe auch den ersten Teil, trotz seiner Problemchen. Aber Dead Space ist für mich eine der geilsten Reihen. Und ich freue mich jetzt, kann bald dann auch der dritte losgehen. Ich hoffe, dass der gute Nemasuk den dritten noch nicht gespielt hat bisher. Sonst muss ich mir einen neuen suchen, mit dem ich das spielen kann, weil ich will es nicht mit jemandem spielen, der es schon kennt. Ich will es einfach nicht mit jemandem spielen, der es schon kennt. Weil das ist fürchterlich. Wenn ihr zum Beispiel auch Salome hat das ja auch gespielt. Gut, ein bisschen was weiß sie wahrscheinlich nicht mehr, weil es schon lange her. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn sie da sitzt und sieht dann bestimmte Szenen oder Räume, dass sie dann weiß, oh stimmt, irgendwas war hier. Und es funktioniert einfach nicht, wenn jemand spielt, der das schon komplett durchgespielt hat und dann jemand mitspielt, der das noch gar nicht kennt und dann wird automatisch irgendwas gespoilert und so, oh, Vorsicht, da musst du jetzt aufpassen, da kommt gleich das und das oder hier musst du das und das und das machen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. So. Deswegen einmal fragen den guten Nemasuk, ob er es inzwischen gespielt hat oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe extra gesagt, lass es, weil er kannte es auch noch nicht. Ich habe extra gesagt, lasset, weil wenn man das schon im Koop spielen kann, will ich das auch im Koop spielen und mit jemandem, der das noch nicht kennt. Ja, wird sich zeigen und ja, ne? Ich bin stolz, dass ich es durchgespielt habe, dass ich es durchgeschafft habe. Ich hoffe, euch hat das Zugucken Spaß gemacht. Und ja, ne, der Abspann läuft noch ein bisschen. Ich lasse euch jetzt mal hier gediegen in Ruhe den Abspann gucken. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Da kommt ja noch eine ganze Menge Special Tank. Aber so lange kann das eigentlich gar nicht mehr sein. Da kommen ja schon die Spezial-Dankeschöns. Ja, hier liest du, oh, I love Dead Space 2.
Ja, das sind so Dankeschreiben und Grüße. Was? Please don't kill me in my sleep. Special thanks to moms. Ich denke mal an zwei Freundinnen. To Juju. Alter, ist das viel. Und auch hier dieser kleine Effekt, dass das erst als Markerzeichen anfängt und dann übersetzt wird gewissermaßen, finde ich auch sehr gut. Ah, sehr schön, da haben wir es. Dead Space 2 uses Havoc. Sehr schön. This software is provided by the copyright holders. Ja, von 2003. Das seht ihr mal, was für ein geiles Spiel. Und das 2003. Es gibt Spiele, die sind deutlich schlechter und sind deutlich später gekommen. Hier spricht Flugteam EG9 an Kontrollzentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, Titanstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Was? Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen. Markerbasis 12! Oder Station 12! Alter, was? Oh, du musst den Fortschritt speichern, um den Modus Neues Spiel Plus freizustellen. Ja! Speichern, yay! Ich überspeichere jetzt einfach das hier. So. Prototypanzüge freigeschaltet. Version des Eliteanzugs und Varianten des Sicherheitsanzugs in Neuspiel Plus freigeschaltet. Suche nach neuen Objekten im Shop und nach Plänen, die auf der Sprawl verloren gegangen sind, um Zugang zu dieser experimentellen Technologie zu erhalten. Ach geil, sind da jetzt neue Sachen, die ich während der Story finden kann? Hardcore-Modus. Uff, du hast den Hardcore-Modus freigeschaltet, indem du nur die zum Überleben allernötigste Gesundheit und Munition finden wirst. Wenn du stirbst, startest du vom letzten Speicherpunkt neu. Du kannst nur dreimal speichern. Was? Oh, scheiße. Neues Spiel Plus. Du hast Neues Spiel Plus freigeschaltet. Anzüge und Waffen aus deinem abgeschossenen Spiel stehen dir im ersten Shop zur Verfügung. Oh, schön. Oh, guck mal, das hat jetzt auch ein anderes Titelbild. Ja, schön. Gut, damit würde ich sagen, ich habe meine Meinung genannt. Ich habe noch ein bisschen was erzählt. Ich habe meine Pläne so ein bisschen verraten für Dead Space 3. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich, dass ich es durchgeschafft habe und dass ich es gespielt habe. Und es war tierisch geil. Ich liebe Dead Space. Ich habe es schon immer geliebt. Vom Film an bis zu den Spielen und diesen Minifilmen und so. Ah, es gibt einfach nichts Besseres. Und ich drücke den Entwicklern, die sich ja jetzt von EA, soweit ich weiß, abgespalten haben, oder von den ursprünglichen abgespalten haben, drücke ich ganz feste die Daumen und wünsche ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Entwickeln dieses neuen Spiels, das, glaube ich, so ein bisschen an Dead Space anlehnen soll. Da wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, es wird was Gescheites. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also in diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao!